So, meine Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Dark Souls. Ach, was soll ich noch zu diesem Spiel mittlerweile sagen? Uns bleibt leider nichts anderes übrig, als wieder zurück nach Anor Londo zu reisen. Und noch einmal uns den beiden Bossen zu stellen. Weil alles andere bringt nicht viel. Wir müssen definitiv diese beiden Bosse töten, damit wir das Zeichen von Fürst Quinn erhalten, um dann in neue Gebiete vordringen zu können. Wie zum Beispiel die Dämonenruinen und die Katakomben in Dark Souls. Die sind leider nur zu erreichen oder nur zu durchqueren, wenn wir denn hier in Anor Londo weiterkommen. Das ist leider unumgänglich mittlerweile. Wir haben den Zweihänder erfarmt. Den hatten wir am Anfang des Spiels total vergessen. Das ist eigentlich, also finde ich, einer der besten Waffen so für die für einen Stärkecharakter. Das einzige, was halt jetzt dumm ist, ne? Wenn man hier mal guckt, das Großschwert an sich hat genauso viel Wert. Also wirklich genau dasselbe. Wir haben nur eine Gewichtsersparnis von 2 Gewichtseinheiten in Dark Souls. Und ein anderes Moveset. Und das Schwert ist eventuell ein bisschen länger. Dann haben wir ein neues Schild. Das ist auch noch ein Unterschied zum letzten Kampf gegen die beiden. Vielleicht bringt es uns ja was. Wir können nicht mehr tun, außer es einfach zu versuchen, meine Freunde. Es ist natürlich jetzt schon wieder sehr nervig, weil wie viele Stunden habe ich schon mit diesem Boss verbracht? Es würde mich doch sehr wundern, wenn wir es denn mal schaffen sollten. Vielleicht können wir auch noch ein bisschen was an der Rüstung feilen. Da werde ich dann nochmal gucken. Wir haben ja jetzt hier 2 Kilo sozusagen eingespart am Schwert. Vielleicht können wir dann ich leg die mal komplett ab. So sehen wir nackig aus. Auch nicht schlecht. Und suchen uns dann nochmal eine Rüstung aus. Also ich mache es immer so, dass ich mir irgendein Rüstungsset nehme. Nehmen wir einen Elite-Ritter eigentlich, habe ich immer genommen. Oder wir nehmen mal eine richtig starke Rüstung. Wir nehmen jetzt einfach mal den Gargoyle-Helm. Na gut, obwohl, der ist glaube ich gar nicht mal so cool. Nehmen wir mal die komplette Schwarzeisenrüstung. Die scheint ja nicht schlecht zu sein. Wiegt halt nur ewig viel. Schwarzeisen, Schwarzeisenrüstung. Und die Schwarzeisenstiefel. So, da machen wir natürlich eine Fat Roll. Und jetzt versuchen wir mal ein wenig Gewicht einzusparen. Machen das so lange. Tun wir noch das wechseln hier. Gucken mal die Werte, ob die ungefähr gleich sind. Die wiegt noch mehr, das ist echt krank. Robuste Lederrüstung. Ritterrüstung, Elite-Ritterrüstung. Nehmen wir mal die. Immer noch eine Fat Roll, das ist der Wahnsinn, ey. Wir müssen echt mehr Belastungsskillen, damit wir mal was Cooles tragen können. Machen wir es doch mal anders. Tun wir noch Elite-Ritter anlegen. Es tut mir leid, das ist jetzt ein bisschen doof. Wir kommen gewichtsmäßig einfach überhaupt nicht hin. Das ist zum Kotzen, ja. Elite, wo bist du? Hier, jetzt machen wir eine normale. Jetzt machen wir schon eine Fat Roll! Wegen dem Schild, hä? Ah, da legen wir unseren Rock noch an hier. Und jetzt, hä? Immer noch. Krass. Wir wiegen 800 Tonnen, das ist der Wahnsinn. Scheiße, ey. Die müssen wir die anlegen hier. Die Havel. Die komplette Havel-Rüstung.
Wollen wir es einfach mal probieren? So rein spaßenshalber. Haben wir alles vom Havel? Ja, ne? Ich will die einfach mal anlegen. Auch mal, um zu sehen, wie die aussieht an uns. Havels Rüstung. Havels Stulpen und Havels Gamaschen. Das ist doch mal fett, oder? Das ist geil. Das ist richtig geil. Bam. Das ist aber, das sieht richtig fett aus, finde ich. Probieren wir es einfach mal so. Haben wir nicht sogar Harvests Schild? Das ist ja dann auch... Achso, das können wir noch gar nicht tragen, ne? Ne, es braucht 50 Stärke. Ach, verbindet zu Life. Ich kriege... Oh, Freunde, das Let's Play wird immer nerviger mittlerweile. Oh, ich bin so derartig genervt. Man kann das Intro auch nicht skippen, das ist alles so stressig. Position 1, melden wir uns wieder an hier. Ich habe nur Probleme mit dem Scheiß. Windows Live Track, das ist der Wahnsinn. Es dauert doch immer alles ewig. Ich weiß nicht, warum das lange dauert, sich in dem Portal anzumelden. Kann ich nicht nachvollziehen. Schön, ne? Das macht echt Spaß. So. Wieder online. Spiel wird im Offline-Modus gestartet. Einfach so, deswegen egal. Herbert, Level 52. Mit der kompletten Havel... Geschichte an hier. Das wird nicht viel bringen. Wir können ja mal versuchen, ohne auszuweichen. Nur mit Blocken. Ach, das wird nicht gehen. Wir schon alleine von den Hammerschlägen müssen wir ausweichen. Ach, sieht schon. Das ist schon eine richtig fette Rüstung, ey. Die kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich bewege mich so langsam. Oh Gott. Oh. Oh. Die Maus ist wieder im Weg hier. So dumm. Ah. So, da bin ich mal gespannt, Freunde. Inwieweit wir das überhaupt schaffen können mit der Havel-Rüstung. Ist mehr Schaden, oder? Oh Gott. Krass. Ah. Das ist hart. Oh, nee, wir sind viel zu träge. Wir sind viel zu langsam. Wir kommen ja gar nicht weg hier. Ach du Scheiße, nee. Nee, Harvests Rüstung ist zwar gut in den Werten, man sieht es auch an den... An dem Leben, das man abgezogen kriegt. Aber das bringt nichts hier. Wir kommen gar nicht zum Zug. Nee, Freunde, das ist sinnlos. Das ist Schwachsinn. Wir müssen wenigstens eine schnelle Rolle machen können. Das ist viel zu langsam. Scheiße. Tja, Leute, dann müssen wir halt... Das wiegt 16. Das hat unser Hüllenschild. 3,5, ne? Ja, da wechseln wir wieder aufs Hüllenschild, ganz einfach. Um Gewicht zu sparen. Legen jetzt hier wieder die Elite-Rüstung an.
So. Und dann können wir ja noch gucken, was wir so Schönes tragen können. Genau, das machen wir noch. Wie viel Gewicht haben wir noch übrig? Sind erst bei 40 von 91 Belastungen. Ja, da können wir eigentlich noch Havels Oberteil tragen, oder? Nee. Das wiegt so krank viel. Stein. Auch nie. Schwarzeisen. Was ist denn das jetzt für eine Rolle hier? Eine normale, ne? Ja. Das. Vielleicht können wir noch die Schwarzeisenstulpen anziehen. Nee. Gut, dann lassen wir das auch bei Elite. Silberritter. Das macht keinen Sinn hier. Lass mal einfach das an. Ja, und fertig. Machen wir eine schnelle Rolle. Mussten leider das Schild tauschen, aber geht leider nicht anders. Obwohl, hat die Dings. Dieser komische rote Rock. Der hatte doch noch bessere Werte, ne? Komischerweise, ne? Und wiegt weniger. Wenn der weniger wiegt, können wir eventuell noch andere Stulpen anziehen. Man muss sich das immer ein bisschen. Das ist ein Rumgefrickel hier. Es tut mir leid, das ist äußerst langweilig. Physisch Abwehr, Magieabwehr. Nee, lass mal das jetzt so an und gut. Jetzt haben wir aus Versehen noch einen Trank geschluckt, für Idioten. Ach, wieder mal so eine dumme Folge, wo wir nur verrecken hier. Das ist doch scheiße alles, ey. Magie heben wir uns mal auf für ab der Hälfte des Lebens. Die versuchen wir mal bis zur Hälfte runter zu dreschen, den Ornstein. Und dann auf sichere Art und Weise das letzte Leben mit Feuerbällen noch runter zu kloppen. Und dann in der Hoffnung, sehr wenig Estes Flask verloren zu haben. Uns dem Smaug entgegenstellen. Das ist die sicherste Variante. Einfach blocken. Anvisieren, blocken. Dass man immer an dem Schild hängen bleibt, ne? So. Versuch Nummer 1 Million, gefühlt. Perfekt, ey. Wir arbeiten perfekt zusammen, machen genau das nacheinander, was wir machen können, um mich effektiv zu töten. Ist geil. Ist echt geil. Das musst du erstmal können. Ach ja, laufen wir halt nochmal 5 Minuten, gefühlte 10 Minuten hin. Ist ja kein Problem, machen wir doch gerne. Ist das eine Scheiße, ey.
finde den Helm so geil. Zwiebelhelm. Der Boss kommt mir echt immer unmöglicher vor mittlerweile. Wir können es ja nochmal versuchen, erst die Magie zu verwenden und dann, damit es wenigstens ein bisschen schneller geht am Anfang. Weil ich finde, der Smaug alleine ist schon gut machbar. Wir hatten ja schon fast tot mehrmals. Wenn einmal Ornstein tot ist, brauchen wir eigentlich nur noch genug Estus, um dann den letzten Kampf gegen Smaug zu schaffen. Der hatte wirklich nichts mehr, das eine Mal. Das regt mich heute noch auf. Und ihr müsst euch mal reinziehen, dass ich jetzt wirklich schon mehrere Tage an dem einen Boss hänge. Wurde die spielen das ja schon wieder vier, fünf Tage, jeden Tag mal ein Stündchen. Und bin immer noch beim selben Scheiß-Boss. Oh Gott. Am Computer scannen nicht möglich, so ein Scheiß. Diese Meldung geht mir langsam so auf den Sack. Dip, 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 dip. Ich kann die Mucke auch nicht mal hören. Hat nicht getroffen? Oh ja, klar. Ich hasse euch, Leute. Was? Ich hab geblockt, Mann. Drei Feuerbälle nur. Es ist nichts abgezogen. Ach, ist das toll. Er weicht perfekt aus. Das ist so nervig. Es ist so zum Kotzen, Mann! Ich könnte mich schon wieder so aufregen, ne? So, wie soll man jetzt Nahkampf machen? Kannst du mir das mal erzählen? Soll ich jetzt rankommen? Wie? Oh, 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 der wird kurz gestaggert, ne? Das könnte unsere Rettung sein, Freunde. Ja, der wird gestaggert. Das ist ja fett. Leute, das bringt's natürlich jetzt bei der Waffe, ne? Dass die gestaggert werden. Da könnte ich eventuell doch mal angreifen, ohne getroffen zu werden. Oh Gott. Okay. Nein. Ornstein, jetzt komm hier. Komm ran. Spaßt. Oh Gott. Nein. Oh Mann, ey. Schieß dein scheiß Blitz.
Oh Gott. Jetzt kommt er wieder angesprintet. Ah, wir hauen schon ordentlich rein. Das könnte... Die Runde könnte was werden, Freunde. Wenn wir immer so weitermachen. Yes! Einer noch, einer noch. Einer noch, dann hätten wir noch 6 Estus, um gegen Smaug zu kämpfen. Freunde, das könnte wirklich mal was werden, ne? Scheiße, jetzt komm ran hier. Jetzt haben wir wieder das Anvisieren verloren, das ist sehr gefährlich. Und... Ornstein tot. So, Leute, jetzt Konzentration. Ey, das könnte was werden. Ich bin gerade ganz schön aufgeregt. Scheiße. Wir können das schaffen. Freunde, wir können das schaffen. Ihr wisst, nur angreifen, wenn er den Sprungangriff macht. Sonst niemals. Oh Gott, nicht diesen Angriff. Ich hasse ihn so sehr, diesen Angriff. Mach den Sprung los. Macht er natürlich am allerseltensten, weil er genau weiß, dass er da angreifbar ist. So weit, so gut, Freunde. Bis jetzt hat er uns noch nicht einmal getroffen. Ah, jetzt hat er ein bisschen uns angefickt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein! Ah, schnell einen Trank rein. Gut. Leute, diesmal können wir es wirklich packen. Wir müssen nur konzentriert bleiben. Scheiße. Nein. War nicht nah genug dran. So, ganz ruhig. Jetzt ja nicht unkonzentriert werden. Okay, da kann man auch ausweichen. Oh Gott, nein, 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 nein. Schnellen Trank wenigstens. Und ausweichen.
ausweichen. Oh Gott, ey. Ich bin richtig... Oh Gott. Beste, was er machen kann danach. Zurückspringen. Oh Gott, nein! Das ist doch nie wahr. So eine unfaire Pisse. Echt nochmal gestorben, das ist unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Wir nochmal bei dem gestorben, ey. Ich habe auch noch eine Idee, ne? Eine richtig krasse. Aber die wird, glaube ich, auch nicht funktionieren. Beide bis auf ein Minimum vom Leben runterkloppen. Feuerball drauf. Und dann bitte gleichzeitig töten. Aber, ne, es klappt eh nie. Ey, es war gerade so fucking knapp und eigentlich ein sicherer Sieg, ne? Und dann macht er noch so einen Sprungangriff und der sitzt komplett voll in die Fresse. Da können wir echt nur versuchen, das wegzublocken mit dem Schild. Weg. Ausweichen ist wieder mal zu, wie man gesehen hat, zu unsicher. Da bleibt man im Schild hängen und kriegt noch eine... Es ist so nervig, einfach nur. Wieder ein Estus verschwendet. Wir können es ja mal mit der Taktik versuchen, die ich gerade vorgeschlagen habe. Einfach, dass wir beide bis auf Minimum runterdreschen. Na toll. Man kann das nicht mehr abbrechen, das scheiß Estus-Genehme, ey. Das ist doch so nervig.
Und tschüss, wir sind tot. Nein! Ich hasse Ornstein. Immer so, wenn die nichts mehr haben, wenn man schon eine halbe Stunde gekämpft hat, dann sterbe ich, ey. Das ist doch so dumm. Jetzt reicht's, ey. Ich mach euch fertig. Über 100 Versuche, Leute. Über 100 Versuche. Ich glaube, so lange hat man nie jemand für irgendwas gebraucht. Ich bin so genervt. Ich muss mich einfach ein bisschen beruhigen. Das ist doch das langweiligste Let's Play mittlerweile, was man sich überhaupt ansehen kann. Ich kann verstehen, wenn die Leute jetzt einfach... Ich werde das alles wegschneiden müssen. Sonst guckt sich das doch keine Sau mehr an. Und dann lese ich so Foreneinträge wie Smaug und Henker. Hier Smaug und Ornstein. Pff, first try. Kein Problem. Natürlich. Ganz einfacher Boss. Wenn die so dumm wäre, dann wäre das total easy. Ich hasse euch so sehr, Alter. Ihr könnt euch nicht vorstellen, ich habe noch nie gegen irgendwas so viel Hass empfunden. Diese Entwickler sind so krank, einfach nur. Nimmt in die Fresse hier, bam. Er schiebt ihn weg.
gibt keinen Ausdruck für diese Unfairness. Nein, ey. Und bam, es ist schön. Toll. Es ist so nervig, Leute. Ist das unfair? Ist das unfair? Ich kann das nicht auf mir sitzen lassen, das geht nie. Man kann nie, ich kann das nie schaffen. Es geht einfach nie. Das ist, es muss doch irgendwann mal möglich sein. Ich mach doch alles richtig. Ich versuch doch alles. Ich denk gegen Gegner, die ich nie sehe und weich Angriffen aus, die hinter mir sind. Und trotzdem ist es unmöglich, wenn ein Smaug von oben schlägt, nebenbei natürlich lädt Ornstein seinen Blitz auf. So, ich weich aus und der Blitz trifft genau, wenn ich mein Schild nicht oben habe. Voll in mich rein. Wenn ich solche Szenen sehe. Ja. Da. Boah. Stirbt jedes Mal irgendwas in mir. Diese verfickten Bosse, ey. Dieses durch die Säule geschlagene. Dafür hasse ich die. Dafür hasse ich From Software. Für diesen Rotz. Ich kann überall durchboxen, außer ich. Ich kann es natürlich nicht. Und das macht so vieles so unfair. Ja, jetzt habe ich wieder Smaug aus den Augen verloren. Quatsch. So, jetzt kommt da wieder Smaug an. Mit seinem Hammer hier. So. Schwul. Einfach nur schwul. Würden die Feuer wissen, was ich mache? Ah, nimmt jetzt einen Drang, schnell Blitz aufladen.
ist der Wahnsinn. Ich komme nie ran, das ist, weiß ich nicht. Ohne Schaden zu bekommen, schaffst du keinen Hit. Dann kriegst du von denen in die Fresse. Ja, geil. Wie soll man denn da ausweichen? Wie? Wie? Die Angriffe bratzen auf uns ein. Das ist so geil, ne? Guckt euch das mal an. Und da weiche ich dann noch perfekt aus. Das ist so ein Schwachsinn. Ey, so ein Dreck, ne? So ein verfickter Müll. So ein Schwachsinn. Von Scheiß. Echt. Und bam, tot. Nee, doch. Wow, was? Nee. Ich hab nie überlebt. Das stimmt gar nicht. Ich bin tot. Warum mache ich denn sowas jetzt? Und wir verbratzen alle Feuerbälle. Es ist nicht zu fassen hier. Und bam, Treffer. Bam, Treffer. Es ist so ein Käse. Hier versucht man einmal anzugreifen. Ihr seht's ja, was passiert. Man darf nie angreifen. Man muss nur ohne Angreifen besiegen. Nein, jetzt bin ich tot, ne? Oh, jetzt wechsel doch auf Estus, ey. Gehen. Stirbt ewig nicht, ey. Es ist so zum Kotzen. Drei Estus ist viel zu wenig. Sinnlos. Ich kann nicht versuchen. Wird aber niemand zurückspringen, das ist das Problem. Macht doch manchmal diesen scheiß Sprungangriff.
macht's einfach nicht. Jetzt macht er einen Sprungangriff hin. Mach keinen Sprungangriff mehr. Das ist zum Kotzen. Ach ja, ey. Ja, jetzt. Wo ich nicht dran stehe, ne? Du bist doch so ein Depp. Toll. Mach den Angriff ruhig nur noch, ist kein Problem. Überhaupt kein Problem damit, wirklich. Smoky. Alter Kumpel. Wie er es wirklich nur noch macht. In Estus noch. Schwachsinn. Können wir direkt vergessen. Jetzt kommt, glaube ich, der Part, wo er hier ab und zu mal den Mega-Angriff macht. Jetzt so zum Beispiel. Warum? Warum kann man da nicht ausweichen? So knapp. Wir schaffen es wieder nicht. So schade, ne? Jetzt haben wir einen Fehler gemacht.
Nein. Und! Yes, Mann! Ja! Endlich! Bam! Über 100 Versuche, meine Freunde. Mit Brandbomben. 10 Estus. Und 8 Feuerbällen. Haben wir ihn gerade so bezwungen. Also ich gehe jetzt kein Risiko ein. Ich gehe jetzt zurück zur... Oh Gott. Na doch, jetzt gehen wir ganz schön großes Risiko ein. Aber ich will eigentlich zurückgehen, ne? Eigentlich wollte ich wirklich gern zurückgehen. Um die Seelen zu saven. Aber wir gehen jetzt einfach erstmal hier hoch. Hier wird uns ja nicht gleich im Anschluss was übelst Hartes erwarten. Hoffe ich. Leute, wir haben endlich diese Wichser besiegt. Oh, ein Bonfire. Zum Glück sind wir nie zurückgegangen. Oh, schön, Freunde. Wir haben es geschafft. Endlich, ey. Vitalität und was steigert die Belastung? Die Kondition, ne? Ja. Vitalität und Kondition, 2 Punkte. So, Freunde, damit beende ich heute die Folge. Ich bin so froh, wir haben es endlich geschafft. Endlich. Aber was ein Fight, ne? Perfekt ausgewichen die ganze Zeit, damit es auch einigermaßen klappt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich war echt angespannt. Ich konnte kaum quatschen. Es tut mir sehr leid. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Herbert schlachtet sich durch Dark Souls. Wir sind jetzt endlich weiter. Oh, bin ich froh. Bis zur nächsten Folge, Leute. Macht's gut. Immer schön weiterzocken, nicht vergessen.